Achtung! Fernsehsender Paul Nipko. Wir begrüßen alle Volksgenossen und Volksgenossinnen in den Fernsehstuben Groß-Berlins mit dem deutschen Gruß Heil Hitler. Nazi-Fernsehen mit arischer Ansagerin und Hitlergruß. Ohne den Druck der Quote sendete der Deutsche Fernsehrundfunk 9 Jahre lang fürs Dritte Reich. Gymnastik fürs Heim und Kindergymnastik gehören zum ständigen Programm des Fernsehsenders. Schon bald hatten die Fernsehmacher die vielfältigen Möglichkeiten des neuen Mediums erforscht. Wenn auch zunächst nur ein paar hundert Volksgenossen die Bilder aus der nationalsozialistischen Flimmerkiste zu sehen bekamen, dereinst, so die Vision, sollten alle Deutschen vor dem Volksfernseher sitzen und die Berichte aus der nationalsozialistischen Welt bestaunen können. Gehen auf die 10.000 Meter Strecke. Wie ist dieses Wunder nur möglich? Unermesslich der Jubel und die Begeisterung. Und da kommt ein kleines Mädchen, geführt an der Mutterhand, mit einem Blumenstrauß auf den Führer zu. Ein Gruß Nürnbergs aus zarter Kinderhand. Elektronische Kameras im Einsatz für das nationalsozialistische Fernsehprogramm. Ein ungewöhnlicher Anblick und doch seit 1935 eine Tatsache. Fernsehübertragungen aus dem ganzen Dritten Reich und Unterhaltungssendungen produziert in einem kleinen Studio in Berlin. Der erste regelmäßige Fernsehbetrieb der Welt. Was damals über die braunen Mattscheiben flimmerte, schien jahrzehntelang unwiederbringlich verloren. Denn das nationalsozialistische Fernsehprogramm wurde größtenteils live gesendet. Eine Aufzeichnung der Programme war technisch nicht möglich. Doch jetzt sind aus den Katakomben des Berliner Bundesfilmarchivs 285 Filmrollen ans Licht gekommen, die von der Frühzeit des Mediums zeugen. Als unersetzliche Einzelstücke lagerten sie im Tiefbunker des Archivs. Es existierten keine Kopien. Dieser Bestand der Fernsehmaterialien stammt von der ehemaligen Reichsrundfunkgesellschaft und wurde dann in das Stalische Filmarchiv der DDR abgegeben. Von dort, wo das Material jahrelang gelegen hat, leider Gottes nicht benutzbar, ist es dann ins Bundesarchiv gekommen. Und jetzt haben wir diese Materialien nun aufgearbeitet und systematisch umkopiert. Ein eigens eingerichteter Fernsehfilmtrupp hatte damals den Auftrag, auf 35 mm Film, Reportagen, Unterhaltungssendungen und Interviews für den Fernsehsender herzustellen. Sie zeigen vor allem, dass sich das Nazi-Fernsehen nicht auf unpolitische Unterhaltung beschränkte. Als Leitspruch des Tages, ein Wort des Führers über den Wert der Arbeit. Der völkische Staat wird, wenn notwendig, selbst durch jahrhundertelange Erziehung mit dem Unfug, körperliche Tätigkeit zu missachten, brechen müssen. Wie begrenzt der propagandistische Wert des frühen Fernsehens noch war, zeigen unfreiwillig komische Reportagen oder Interviews mit Nazi-Größen. Ich weiß kaum ein Gebiet, mit dem sich die Kraft durch Freude nicht abgibt. Wir dürfen den Volkswagen nicht vergessen. Den Volkswagen für die Schiffsfahrt. Ich könnte natürlich bis morgen früh aufzählen, um Ihnen alles das zu erzählen, was eben Kraft durch Freude macht. Das Bild wird umrahmt von starken Dampfschauflern, die der Reichsjägermeister erlegt hat. In der Jagdhalle des Reichsjägermeisters eine besonders stolze Trophäe. Wiesenthaupt umrahmt von zwei starken Elchen. Ungewöhnliche Einblicke bieten vor allem die Berichte von Großereignissen. Reichsparteitag in Nürnberg einmal ganz anders als in den Propagandastreifen von Leni Riefenstahl oder der Nazi-Wochenschau. Der
Führer besteigt seinen Wagen und fährt in das Hotel Deutscher Hof, das ihm während des Parteitages Quartier bietet. Das Material des Fernsehens hat diesen Reiz, dass es mit einer Technik aufgenommen worden ist, die damals recht schwerfällig ist. Dadurch lange Einstellungen bedingt hat, die man sonst nicht findet. Wenig Schnitte. Dadurch sehr, sehr ausführliche Beobachtungen des Geschehens. Zum anderen, neben den Originaltönen, die hier vorkommen, auch die interessanten Kommentare, die der Fernsehreporter gegeben hat, der ja vom Rundfunk gekommen und auch in dieser Manier berichtet hat. Der aktuelle Bilddienst des Fernsehsenders Paul-Nipkow Berlin meldet sich vom vorletzten Tag des Reichsparteitages 1936 vom großen Appell der SA, der SS und des NSKK aus der Luitpold-Arena. Kurz vor dem Beginn der Veranstaltung, kurz vor dem Eintreffen des Führers, schweifen wir mit unserem Fernsehauge noch einmal über das große Rund von der Ehrentribüne auf einen der beiden Adler und auf die Standarten. Alles begann im Jahr 1935 in Berlin, unweit des Funkturms. Fernsehversuche der Reichspost hatte es schon seit Jahren gegeben. Die Qualität der Bilder aber ließ noch sehr zu wünschen übrig. Doch die Nazis fürchten die Konkurrenz aus England und den USA. Und so eröffnet am 22. März Reichssendeleiter Eugen Hadamowski überhastet das erste deutsche Fernsehprogramm. In dieser Stunde heute wird der Rundfunk berufen, die größte und heiligste Mission zu erfüllen, nun das Bild des Führers unverlöschlich in alle deutschen Herzen zu pflanzen. Propagandaminister Joseph Goebbels prophezeit dem neuen Medium eine märchenhafte Zukunft. Doch als er sich selbst erstmals auf dem Bildschirm sieht, soll er eher entsetzt als überwältigt gewesen sein. Denn was die wenigen Zuschauer zunächst zu sehen bekommen, ist eher dürftig. Und so ist die Haltung der Nazi-Prominenz von Anfang an reserviert. Gesendet wird dreimal in der Woche aus einem kleinen Studio in Berlin. Der Arbeitsplatz von Fernsehansagerinnen und Vortragskünstlern ist zunächst eine gerade mal 2 Quadratmeter große Abtastzelle. Schalldicht und stockdunkel. Das Abtastgerät erfasst meist nur ein Brustbild. Die Gesichter müssen stark geschminkt werden, wegen der Kontraste. Das mechanisch-optische Übertragungsverfahren liefert zunächst nur verschwommene Bilder. Es wird noch 2 Jahre dauern, bis Live-Sendungen in besserer Qualität ausgestrahlt werden können. Und so lassen die Fernsehmacher Programmbeiträge auch auf Film produzieren. Dachgarten heißt die erste Unterhaltungsshow des deutschen Fernsehens, gedreht im Berliner Haus des Rundfunks. Am 19. Juni 1935 wird der Film erstmals ausgestrahlt. Eine Kopie ist im Bestand des Fernsehfilmtrupps erhalten geblieben. Dieser kleine Zierbrunnen, sonst Mittelpunkt des Erholungsplatzes der Belegschaft des Funkhauses, wird unaufdringlich zum Hintergrund für unsere Fernsehfunkspiel. Das Programm selbst ist nicht mehr als eine Aneinanderreihung kabarettistischer Nummern von Vortragskünstlern, die im Rundfunk Popularität erlangt hatten. In der scheinbar so harmlosen Unterhaltungsshow gehört nationalsozialistisches Liedgut offenbar zum selbstverständlichen Programmbestandteil. Er hat seinem Sturm ein Lied geschenkt. Die braunen Kolonnen der SA, die schwarzen der SS, ja der SS. Der Führer ruft, gleich sind sie da, von Nord, von Süd, von Ost und West. Eine Chanteuse singt ein neckisches Lied über das Nazi-Erholungsprogramm Kraft durch Freude. Kraft durch Freude schickte mir ins Bayernland, wo ich Freude an der Kraft von Emil fand. Freude, nah und kräftig sind wir beide. Luitpold
Nur Parteigrößen, Techniker der Reichspost und ein paar Journalisten bekommen Fernsehgeräte. Der öffentliche Empfang ist zunächst auf wenige Fernsehstuben im Großraum Berlin beschränkt. Das Bild auf dem Schirm war natürlich kleiner als heute, 20 mal 25 Zentimeter etwa. Und es saßen 20 Leute in dem verdunkelten Raum und gelegentlich ging dann jemand an zwei Geräte, die dort standen. Das war ein Postbeamter, der an den Knöpfen drehte und die Helligkeit regulierte und manchmal fiel das Bild auch ganz aus. Und der Aha-Effekt kam dann, als nach dem Drehen das Bild wieder da war. Wir möchten Ihnen jetzt mal den Beweis erbringen, dass nicht nur Cowboys mit dem Lasso umgehen können, nein, auch Tänzerinnen. Also eine Lasso-Stepptänzerin, die vor einiger Zeit im Wintergarten in Berlin gastierte. Mit möglichst viel Unterhaltung versuchen die Verantwortlichen der Reichspost, die Zuschauer in die Fernsehstuben zu locken. Man soll sich amüsieren, doch der Zuspruch bleibt zunächst hinter den Erwartungen zurück. Erst die Olympischen Spiele im Sommer 1936 bringen dem Nazi-Fernsehen einen Achtungserfolg beim Publikum. 160.000 Zuschauer zählt man in den Fernsehstuben, von denen 20 eigens für das Top-Ereignis eingerichtet worden sind. Drei neu entwickelte riesige elektronische Kameras sollen die technische Qualität der Übertragungen garantieren. Im Mittelpunkt des Reichssportfeldes liegt das Olympiastadion, das der Schauplatz von vielen heißen Kämpfen sein wird. 100.000 finden im Stadion Platz und den vielen anderen, die keinen Einlass mehr fanden, bietet der Fernsehdienst Gelegenheit, mit Auge und Ohr an dem großartigen sportlichen Schauspiel teilzunehmen. Damit die Sendungen wiederholt werden können, setzt die Reichspost auch das sogenannte Zwischenfilmverfahren ein. Der belichtete Film läuft durch das Dach des Aufnahmewagens, wird dort sofort entwickelt und mit nur einer Minute Verzögerung mittels eines Senders in die Fernsehstuben übertragen. Doch auch bei diesem Verfahren ist auf den Fernsehschirmen oft wenig zu erkennen. Fragment einer Zwischenfilmübertragung vom Olympischen Fußballturnier. Gegen Polen im Olympischen Fußballturnier. Es steht 2:0 für Österreich. Etwa 10 Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit schoss Österreichs Halbrechter. Unhaltbar ein. Während der Live-Reporter und sein Kameramann offenbar noch Schwierigkeiten mit der ungewohnten Aufgabe haben, versuchen sich Kollegen an einer ersten Reportage aus dem olympischen Dorf. Der aktuelle Bilddienst des Fernsehsenders Paul Nipko lädt Sie heute ein zu einem Streifzug durch das olympische Dorf. Und auch Sie, meine Damen, können heute mit von der Partie sein, sonst gab es das nicht. Hier sehen Sie es, Frauen hinter Gittern. Und nun durch das Tor, vorbei am Pförtner. Und schon hier ein paar Aktive, ein Türke, ein Bulgare und der argentinische Boxer Lovel. Und nun sind wir drin. Auf dem viel gelästerten märkischen Sand ist ein kleines Paradies entstanden. Die deutsche Wehrmacht hat es erbaut. Und hier ein Teil der amerikanischen Mannschaft vor dem Hause Dessau. Wundervoll passen sich die Häuser der Landschaft an und sie sind auch herrlich, massiv und fest gebaut. Es muss ein wundervolles Wohnen sein. Und hier ein amerikanisches Superschwergewicht. Ein ungleiches Paar aus USA, ein Basketballspieler und der Captain der Gewichtheber. Das größte Gebäude im olympischen Dorf ist das Hindenburghaus. Hier können die Sportler ihre Freistunden verleben. Hier ist ein Theatersaal, hier sind Spielsäle, Übungssäle und eine Fernsehstube. Aber um darüber etwas zu erfahren, wenden wir uns an den Soldaten, der hier steht und eine weiße Armbinde trägt.
Waren Sie eigentlich einmal drin hier in der Fernsehstube? Ich war schon mal hier drin und es ist immer ein sehr starker Andrang in der Fernsehstube. Auch die ausländischen Sportler? Jawohl, sämtliche internationalen Sportler sehen sich dieses Fernsehen gerne an. Den Fernsehreporter gab es noch nicht. Der wurde in der Zeit durch die Praxis über den Hörfunk eigentlich entwickelt. Und der Reporter-Typ, das waren alles weniger Spezialisten als Allround-Reporter. Ich erinnere mich also an einen der Kollegen, an Fritz Janicke. Den konnten sie auf den Wochenmarkt schicken. Der konnte mit der Marktfrau über Tendenzen sprechen und Meinungsäußerungen zu irgendwelchen Geschehnissen des Tages. Sie konnten ihn aber auch in einen Konzertsaal schicken. Der smarte Reporter Fritz Janicke in einem Fernsehbeitrag, der deutsche Hausfrauen über die neuesten Erkenntnisse der Kochkunst unterrichten will. Das Gericht kannte ich noch gar nicht. Aber ich werde es ja nachher probieren. Ich werde ihn aber umschmecken. Ja? Dann gibt es für Kleckermann noch was zum Nachtisch. Ah, hier. Ja. Weintrauben mit Vanillensoße, herrlich. Aber Frau Wirtin, Ihnen fällt es ja nicht schwer. Sie bekommen immer die schönen Gerichte vom Deutschen Frauenwerk. Auf dem Markt können Sie sie bekommen, bei der Frauenschaft, bei der Partei und an allen möglichen Stellen und regelmäßig für jede Woche, für jeden Monat. Dann müssen die Gerichte, die ja so ausgezeichnet sind, müssen Ihnen ja gelingen. Ich hole sie mir auch immer. Ja, ich fange gleich an. Ich beginne mit dem Nachtisch. Danke. Ungleich schwieriger ist für den Reporter der Interviewtermin beim Chef der Arbeitsfront, Robert Ley. Der verheddert sich nämlich im eigenen Wortgestrüpp. Unwillkürlich wirkt so das Propagandainstrument Fernsehen entlarvend, wenn auch nur für ein paar tausend Zuschauer. Wir, wenn Sie mich fragen, was wird, so ist das genauso, als wenn Sie ein Samenkorn fragen, was aus ihm wird. Es wächst. Die Arbeit geht weiter. Das ist mal klar, nicht wahr? Wir werden uns nicht auf unseren alten Teil zurückziehen, auch keinen Sauberkranz ums Haupt winden. Die Arbeit geht weiter, aber ich möchte noch mehr sagen, das ganze Gebilde wächst und das ganze Werk wächst. Es ist alles erst im Anfang, im Beginn. Im Lauf der Jahre produziert der Fernsehfilmtrupp immer mehr eigene Kulturfilme und Reportagen. So steht am Mittwoch, den 10. August 1938, ein Film über den Mütterdienst des Deutschen Frauenwerks auf dem Programm. Bräute auf Schwanenwerden? Jawohl, in der Reichsbräuteschule der NS-Frauenschaft. Hier erhalten die jungen Mädchen als Ehe- und Lebensgefährtinnen des Mannes die letzten erzieherischen Anweisungen. Das ist von besonderem Wert für die berufstätigen Mädel, die vor ihrer Heirat in kurzer Zeit das notwendige Wissen und Können in der Haushaltsführung erwerben müssen. Dieser Fernsehfilm über die Rolle der Frau im Herrenvolk ist typisch für die jetzt veröffentlichten Berichte. Die Reportage gibt vor, aus dem nationalsozialistischen Alltag zu berichten und ist doch pure Propaganda. Beim Blumen in Vasenordnung müsst ihr immer darauf achten, dass ihr auch die passenden Gefäße habt. Und da müsst ihr auch beim Einstellen immer die Blumen etwas schräg abschneiden, damit sie mehr Wasser fließen können. Von einem Balkonbelüsten braucht man ungefähr so eine Mandelstärke. Mit einem Rutschen würden sie ausreichen. Und so beginnt der Feierabend in der gemütlichen Kaminecke ein fröhliches Lied. Unfreiwillig komisch auch ein Bericht von der Internationalen Jagdausstellung 1937. Der Internationalen Jagdausstellung erwehen die grünen Fahnen der deutschen Jägerschaft im Winde. Und der schöne große Rothirsch hier, der Kapitale, der vor der Ausstellung aufgebaut ist, der ist zu Recht ein Symbol für diese Ausstellung. Und der Wald der Fahnen vor der Halle, der zeigt uns, dass hier wirklich ein Olympia der Jägerschaft zusammengekommen ist. Wie die Jäger bereitstehen, so stehen auch die Tiere bereit. Denn die Tiere wissen, dass die Jäger ihre besten Freunde sind. Bei den herrlichen Jagdfalken hier, das sind keine Falken, das sind Adler, Steinadler aus Finnland, die warten auf den Reichsjägermeister wie die jungen Jäger hier, die ihn nun mit der Begrüßung empfangen.
Auch nach ein paar Jahren Fernsehbetrieb hat das Interesse der Nazi-Größen am Fernsehen nicht zugenommen. Und so ist der Sender für manchen Reporter ein vermeintlich sicherer Hafen. Einen direkten Einfluss jetzt auf meine Arbeit habe ich nicht verspürt. Mir hat keiner gesagt, du musst dieses oder jenes machen. Allerdings gab es nicht, und das muss man wahrheitsgemäß sagen, es gab nicht den kritischen Journalismus, den wir heute haben. Denn eine Kritik am System wäre ja nicht möglich gewesen. Der Bestand des Fernsehfilmtrupps belegt jedoch, eine unpolitische Nische war das Nazi-Fernsehen nicht. Brutale Propaganda gehörte zum alltäglichen Programm, zuweilen sogar verpackt in zynisches Kabarett. Um mal wieder über die Musik zu sprechen. Ich freue mich eigentlich, dass es heute alles so wunderbar im Takt geht, nicht wahr? Wenn es auch hier und da immer noch so etliche Querpfeifer bei uns gibt. Und vielleicht auch mal solche, die gerne mal wieder die Zentrummel rühren möchten. Sogenannte Devisenmusikanten, nicht wahr? Auch da machen wir wenig Federlesen. Die kommen zu ihrer weiteren Ausbildung in ein Konzertlager, wo man ihnen dann so lange die Flötentöne beibringt, bis sie sich an eine taktvolle Mitarbeit gewöhnt haben. Ebenso Teil des Programms unverhohlener Antisemitismus. Übertragung von der Eröffnung einer antibolschewistischen Ausstellung in Nürnberg. Die Ausstellung zeigt in packender, anschaulicher Darstellung ein ungeheures Tatsachenmaterial über die Weltgefahr des Bolschewismus und des Judentums. Es spricht Staatsleiter Parteigenosse Fischer. Der Staatsleiter Parteigenosse Fischer spricht im Auftrag des Reichspropagandaleiters Reichsminister Dr. Goebbels. Als vor zwei Jahren von dieser Stadt aus die Gesetze zum Schutze des deutschen Blutes, der deutschen Ehre verkündet wurden, als damit das Judentum als Schädling an unserem Volkskörper gebrandmarkt und in seinen unheilvollen Wirken Einhalt geboten wurde, da hat man in den sogenannten demokratischen Staaten für diese Maßnahme kein Verständnis aufbringen wollen. Programmhöhepunkte sind jedes Jahr die Berichte von den Reichsparteitagen in Nürnberg. Ab 1937 werden die Aufmärsche von elektronischen Kameras und per Kabel live übertragen und können deshalb nicht aufgezeichnet werden. Beim Parteitag 1936 jedoch ist der Fernsehfilmtrupp mit seinen Aufnahmewagen vor Ort gewesen. Und so sind einzigartige Reportagen und Interviews erhalten geblieben. Der aktuelle Bilddienst des Fernsehsenders Paul Nipkow Berlin war vor ein paar Tagen draußen auf der Zeppelinwiese und sprach mit den Parteigenossen. Darunter auch ein Bericht vom Stand der Vorbereitungen auf dem Parteitagsgelände. Was auf der Zeppelinwiese gebaut wurde und geschaffen wurde. Wir stehen heute hier in der Luitpold Arena und haben Sie, Parteigenosse Liebel, hierher gebeten. Sie sind der Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg und gleichzeitig der Geschäftsführer des Zweckverbandes Reichsparteitag. Sie wollen uns all das erklären, was hier draußen auf der Luitpold Arena wichtig ist zu wissen. Im Jahr 1927 hat der Führer erstmals bestimmt, dass der Aufmarsch der SA hier in dem Luitpoldhain stattfinden sollte. Und nach der Machtübernahme hat er selbst durch Handzeichnungen, Skizzen und die endgültige Ausgestaltung dieses ganzen Raumes hier festgelegt. Auch der Star-Architekt der Nazi-Bauten von Nürnberg, Hitlers Baumeister Albert Speer, gibt den Fernsehreportern gnädig ein Interview. Wir waren eben drüben hier in der Luitpold-Arena und sprachen mit dem Oberbürgermeister, Parteigenossen Liebel. Und es ist ja ausgezeichnet, dass wir Sie hier treffen vor der alten Kongresshalle. Und Sie können uns ja vielleicht auch einiges sagen. Sie sind der Reichsarchitekt, Sie haben ja all das gebaut hier. Na und was gibt es hier nun noch zu sagen über die Luitpold-Arena? Im Großen und Ganzen sind wir in der Luitpold-Arena ja dieses Jahr fertig geworden. Auch die Luitpold-Halle ist fertig. Aber alles das, was Sie hier gesehen haben, ist eigentlich erst ein Anfang einer ganz großen Anlage, die im Laufe der nächsten Jahre entstehen wird. Der aktuelle Bilddienst des Fernsehsenders Paul Nipkow Berlin bringt nun einen Sonderbericht vom Vorbeimarsch auf dem Adolf-Hitler-Platz. Kurz bevor der Führer eintrifft, bringen wir ein Bild vom Adolf-Hitler-Platz festlich geschmückt und die übervollen Tribünen, herrlich sonnenbeschienen, liegen sie da und wir warten auf das Eintreffen des Führers und dann beginnt der traditionelle Vorbeimarsch. Der Abschluss dieses Tages. Der Führer trifft auf dem Adolf-Hitler-Platz ein.
Die Wagenkolonne nähert sich uns. Mit stürmischen Heilrufen begrüßt, fährt er auf den alten Marktplatz der Stadt Nürnberg, die nunmehr seinen Namen trägt. Warten auf den Führer. Die Bilder wackeln, gesendet wird auch Leerlauf. Gerade in den Reportagen vom Parteitag wird der begrenzte Wert des Fernsehens für die Propagandamaschine deutlich. Eine große, breite Straße führt hinaus aus Nürnberg, hinaus zu den Zeltlagern der SA und der übrigen Formationen. Und gleich draußen rechter Hand finden wir den Hilfszug Bayern. Hintergrundbericht über die Verpflegung der Parteitagsteilnehmer durch die SA. Und zwar brauchen wir ungefähr 60 Waggons Kartoffeln, dazu 12 Waggons Gemüse und ungefähr 42 Waggons an Fleisch, Wurst und Speck alleine. Dann Butter, Marmelade und Käse, das gibt auch nochmal 18 Waggons ungefähr. Und an Kaffee brauchen wir ungefähr 2 Waggons. Dann brauchen wir ungefähr 60 Waggons Brot und weitere 70 Waggons an sonstigen Lebensmitteln. 1 Million Rationen, sagen Sie. Das heißt also, dass Sie alle Teilnehmer des Reichsparteitages verpflegen? Nein, wir verpflegen erstmalig alle geschlossene Teilnehmer. Also die SA, den Arbeitsdienst, HJ, Werkscharen und einige politische Gaue. Um diese große Arbeitsleistung zu vollbringen, dazu sind natürlich extra und ganz besonders konstruierte Maschinen notwendig. Hier eine Kartoffelschälmaschine, 25 Zentner schafft sie in einer Stunde. Der aktuelle Bilddienst des Fernsehsenders Paul Nipkow Berlin besucht das Werkscharlager beim Reichsparteitag 1936 draußen vor den Toren Nürnbergs in Langwasser. Sorgen um den Inhalt der Programme müssen sich die Verantwortlichen zu keiner Zeit machen. Das Nazi-Fernsehen bleibt natürlich immer auf Linie. Kulturelles Rahmenprogramm aus Nürnberg. Jetzt schmieden wir ein Eisen, das soll erglühen und werden Stahl. Und was sich nicht lässt schweißen, das glühen wir noch einmal. Jetzt! Hämmern wir ein Volk zu Stahl und schmieden es zu Mann. Und was sich nicht erwärmen kann, das fauchen wir mit Jugend an. Völkisches Liedgut und ideologiegetränkte Verse für ein paar tausend nationalsozialistische Fernsehzuschauer. Die Übertragungen von den Reichsparteitagen, so heißt es, seien nicht so erfolgreich gewesen wie die von den Olympischen Spielen. Zum Ausklang des Abends Marschmusik. Auf Wiedersehen bei der nächsten Sendung. Heil Hitler! Die Kameras des Fernsehsenders bei der Arbeit in Kleinsendingen, dem Paradies der Kinder. Die Bildqualität des Nazi-Fernsehens hat sich indessen dank ständiger Weiterentwicklung von Kamera- und Übertragungstechniken stark verbessert. Täglich bis zu 4 Stunden Programm sendet der Deutsche Fernsehrundfunk. Häufig aber sind es Wiederholungen. Im Depot des Deutschen Technikmuseums in Berlin-Reinickendorf sind die gesammelten Relikte der Technikgeschichte eingelagert. Auch einige unersetzliche Einzelstücke aus der Zeit des frühen Fernsehens werden hier aufbewahrt. Dieses wertvolle und sich hier langsam enthüllende Teil ist die einzige überhaupt noch erhaltene elektronische Fernsehkamera aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland. Gebaut bei Telefunken etwa 1939. Die Qualität der Bilder war für das Publikum, das damals überhaupt Fernsehen gucken konnte, erstaunlich hoch. Und man hat mit diesen Kameras auch schon im Freien arbeiten können. Bei Großereignissen wie dem Besuch des italienischen Diktators Benito Mussolini kommt nach wie vor der Fernsehfilmtrupp zum Einsatz. Der Duce betritt in Begleitung des Führers die Hauptstadt der Bewegung. Bei der Ankunft des Duce in München stehen die Kameras jedoch offenkundig in der zweiten Reihe. Der Führer und sein Gast
schreiten die Front der Ehrenformationen ab. Wenn es ein aktueller Bericht war, nehmen wir mal Ankunft Mussolini am Nachmittag, dann wollte man schon abends das auch in der Sendung haben. Das war dann 5 Minuten, ein abgeteilter Teil, so etwas wie aktueller Bericht. Und hier wurde der entwickelte Film, der wurde dann mit einem Kommentar wiedergegeben. Der Dutschel wird in Karinhall von Generaloberst Göring und seiner Gattin begrüßt. Beim Empfang Mussolinis auf dem Landgut von Hermann und Emmy Göring kommen die Kameras etwas näher heran. Ehrfürchtig berichtet der Reporter über die illustren Gäste. Der Dutschel und Generaloberst Göring im Gespräch vor dem Hause in Karinhall. Der Reichsführer Himmler. Staatsschauspieler Gustav Gründgen. Trotz der ungewohnten Einblicke in das gesellschaftliche Leben der Parteigrößen bevorzugen die Fernsehzuschauer Unterhaltung und Sport. Europameisterschaft im Boxen. Max Schmeling besiegt Adolf Häuser. K.O. nach gerade mal 71 Sekunden. Die Zuschauer an den Bildschirmen werden vom Fernsehfilmtrupp mit Zeitlupenszenen bei Laune gehalten. Noch eine kurze Nahkampfszene, bei der diesmal Max etwas besser abschneidet. Und dann scheint es so, als habe Schmeling den Kampf nun fest in der Hand. Denn jetzt geht er nach vorne und da ist die erste rechte Hand. Häuser weicht etwas zurück. Und nun kommt das überraschende Ende. Eine lange linke von Schmeling. Dann zuckt die rechte Hand heraus, trifft Häuser an der linken Kinnlade. Der Schlag rutscht zur Halsschlagader ab. Und wie vom Blitz getroffen, stürzt der Titelverteidiger zu Boden. Den 15. November. Das Ereignis der Woche ist für den Zeitdienst des Fernsehens Mitte November 1938 die Wiedereröffnung des Berliner Schillertheaters unter seinem neuen Intendanten Heinrich George. Zu diesem Anlass gewährt der berühmteste deutsche Schauspieler seiner Epoche dem damals noch so unbedeutenden Medium ein Interview. Und zumindest sprachlich ist der Star voll auf NS-Kurs. Darf ich fragen, nach welchen Gesichtspunkten ist der Spielplan des Schillers gestartet worden? Tja, ach Gott, das sind so eigentlich gar keine besonderen Gesichtspunkte. Das ist so eigentlich das Selbstverständliche, das Natürliche. Ein Theater aufzubauen, bedeutet im Dritten Reich ja eigentlich gar keine Schwierigkeit. Das Reich, der Führer, hat uns die Schwierigkeiten eigentlich hinweggeräumt, die es einmal gab, zu suchen, zu sondieren, zu finden. Heute ist eigentlich ein Bett vorbereitet, das bequem gemacht ist. Unsere Fernsehgäste, unser Publikum wird gewiss aus diesem Interview etwas mitgenommen haben. Wir hoffen, dass Sie nun recht oft und recht bald in Ihr Theater kommen, um sich an Ihrem Spielplan und an Ihren Rollen selbst zu erfreuen. Denn Sie sind ja nicht nur Intendant, sondern auch Regisseur und Schauspieler in Ihrem eigenen Theater. Und damit möchte ich das Interview abschließen. Wir danken Ihnen herzlichst, dass Sie sich und Ihre sehr kostbare und knappe Zeit uns zur Verfügung gestellt haben. Selbstverständlich, Herr Lieber. Fernsehreporter Fritz Janecke unterwegs im nationalsozialistischen Alltag. Seien es die Geheimnisse der Fischzucht oder die Probleme der Kraft durch Freude Reitschule, der smarte Reporter weiß allen Themen etwas abzugewinnen. Reitsport, das ist doch eine Angelegenheit oder war eine Angelegenheit für Leute, die sehr viel Geld hatten. Doch, ja. Aber das ist anders geworden durch Kraft und Freude. Welche Organisation haben Sie gerade für die Leute, die gerne Reitsport treiben wollen, geschaffen? Wir haben versucht, im Gegensatz zu früher, auch den Reitsport den Volksklassen zu bieten, die es finanziell sich nicht leisten können. Aus dem Grunde haben wir mit verschiedenen Stellen in Berlin Abmachungen getroffen, um dort zu billigsten Preisen Kurse laufen zu lassen. Ja, Herr Heise, da dürfen wir vielleicht mal praktisch etwas fragen. Wie stellen Sie denn die Männer und die Damen an, die zu Ihnen kommen, um den ersten Stunden zu haben? Im Allgemeinen stellen sich die Leute durchaus nicht ungeschickt an. Es kommt natürlich darauf an, ob eine Frau oder ein Mann
Passion in erster Linie mitbringt. Bringt er Passion mit, also Liebe, Freude am Sport, dann können wir den Leuten bringen wir auch was bei. Jetzt wollen wir aber zum Praktischen selbst kommen. Die Pferde sind inzwischen schon gesattelt. Da drin werden sie ein bisschen schon bewegt, damit sie nicht zu temperamentvoll sind. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen, wie Sie im Praktischen den Reitunterricht beibringen. Ganz ruhig im Trab. Immer bloß, Täter. Noch ein, zweimal rum sind ja die Pferde ruhig. Wenn sie mich noch mehr von überfallen auf Nicker, vielleicht geht's dann besser. Ein furchtbares Spiel, wirklich. Halten Sie doch nicht fest, Mensch. Auf Serviceprogramme legen die Fernsehmacher ganz besonderen Wert. Das Wichtigste für eine Kosmetikerin ist die Hautdiagnose. Was stellst du hier für eine Hautdiagnose, Edith? Das ist eine dicke, trockene und undurchblutete Haut, ja, die außerdem noch sehr schlecht gepflegt ist. Was kann man hier für eine Packung auflegen, Inge? Ich würde hier eine Meeresschlick-Packung auftragen. Ja, warum würdest du denn Meeresschlick auftragen? In der Meeresschlick-Packung sind solche Substanzen enthalten, die die Unreinheit dieser Haut vollkommen auflösen und den Hautaufbau sehr stark beeinflussen. Im großen Arbeitsraum der Friseure. In einem neunwöchigen Kursus werden Herrenfriseure umgeschult zu Damenfriseuren. Und neben dem theoretischen Unterricht hat selbstverständlich der praktische Unterricht den Vorrang. Und hier an 46 mit allen modernen Apparaturen und allen modernen Hilfsmitteln ausgestatteten Arbeitsplätzen arbeiten nun die zukünftigen Meister am Modell. Das Arbeitspensum ist geschafft, die Frisur ist fertig und nun unterzieht der Lehrer die Arbeit seiner kritischen Beurteilung. Trotz ständigen Geldmangels kann der Deutsche Fernsehrundfunk 1938 aus seinem beengten Studio endlich in ein größeres Gebäude umziehen. Fünf Bühnen stehen den Fernsehmachern dort zur Verfügung. Erstmals haben sie die Gelegenheit, alle ihre Ideen auszuprobieren, mehr Gäste und Theateraufführungen ins Studio zu holen. Es war ein Rundbau. Und in dieser Torte waren bestimmte Segmente für bestimmte Beiträge vorgesehen. Die Kameras, heute zunächst undenkbar, standen, und wenn ich schon sage die Kameras, es war zunächst eine und dann waren es zwei und irgendwann wurden es dann auch drei, standen in der Mitte dieses Rondells und bewegten sich nun von Koje zu Koje für die einzelnen Beiträge. Nur wenige Aufnahmen von solchen Sendungen sind erhalten geblieben. Unter anderem die Filmversion eines der zahlreichen Fernsehspiele, die damals eigens für das neue Medium geschrieben und inszeniert wurden. Gott sei Dank. Endlich. Mann, Sie müssen mir helfen. Haben Sie Verbandzeug da? Wie sehen denn Sie aus? Was ist denn passiert? Peter. Verbinden Sie mir erstmal die Hand. Technisch ist das Fernsehen so weit ausgereift, dass Reichspost und Reichsrundfunkgesellschaft als Betreiber den entscheidenden Schritt auf dem Weg zum Massenmedium wagen wollen. Die Freigabe für die Öffentlichkeit. 10.000 sogenannte Volksfernseher fürs Heim sollen zu Weihnachten 1939 auf den Markt kommen. Die Qualität des Bildes hat mindestens in der letzten Phase vor dem Zweiten Weltkrieg und während des Weltkriegs auch alle Beteiligten immer wieder überrascht. Das weiß man aus Briefen, aus Artikeln, weil die Bildhelligkeit schon sehr gut war und die Bildauflösung auch sehr gut. Reaktionen sind ansonsten relativ gering geblieben, weil zumal bei den politischen Größen diese Dinger reine Renommierstücke waren, die nur, wenn ein hoher Besuch kam, in Betrieb gesetzt wurden. Ansonsten hat man das Medium Fernsehen relativ wenig genutzt. Wenn man aktuell sein wollte, hörte man Radio. Eine Massenproduktion von Empfängern dieser Qualität waren spätestens mit Kriegsausbruch überhaupt nicht mehr realisierbar, weil alle Kapazitäten wurden für die Fernmelde- und Nachrichtentechnik des Krieges benötigt. Betrachten Sie einmal aufmerksam diese hübschen, sauberen und architektonisch stilvollen Gebäude, die Sie hier eingebettet sehen in die malerische Umgebung Berlins. Sie tragen die Bezeichnung Gehöfte und wirklich, es sieht ja auch so aus, als handle es sich hier um ein gepflegtes, großes Gut. Und wenn Sie die blitzsauberen Häuser an sich vorüberziehen lassen,
dann denken Sie ein wenig zurück an die Zeit, da der Ausdruck Kaserne noch einen bitteren Beigeschmack hatte. Nicht etwa wegen der Manneszucht, die dort geübt wird. Nein, aber wenn man das Wort Kaserne hörte, dann dachte man an einen abscheulich kalten und stillosen Bau. Und wer wohnt nun in diesen schmucken Häusern? Deutsche Soldaten, denen der Satz gewidmet ist, in uns allein liegt die Zukunft der Nation. Soldaten, Kameraden, so der Titel dieser Reportage, ist ein scheinbar harmloser Film über die Werbung von Freiwilligen für die Luftwaffe. Sendetermin, der 24. August 1939, eine Woche vor dem Beginn des Zweiten Weltkriegs. Doch die Fernsehfilme begleiten nicht allein die Militarisierung der Gesellschaft. Sie propagieren ebenso den Rassenwahn der Nazi-Ideologie. Wenn das Schicksal 40 Millionen Engländern ein Riesenreich gab und 40 Millionen Franzosen ein Riesenreich gab und 40 Millionen Russen, denn nur so viel beträgt der wirkliche rassische russische Kern, das übrigens ein Sammelsurium von Mongolen und Eskimos und Kaukasiern und Punt durcheinander, ebenso ein Riesenreich gab, dann glaube ich daran, dass das Schicksal die 80 Millionen Deutschen nicht eben schlechter behandeln will. Das glaube ich. Landeinsatz deutscher Studenten heißt eine andere Reportage aus dem Jahr 1939. Kamerad Hoppe, ich muss Sie einen Augenblick noch stören. Ich hätte nicht gerne mal gewusst, was werden Sie für Untersuchungen hier jetzt vornehmen? Wir führen hier anthropologische und rassische Untersuchungen durch, um die rassische Gegebenheiten dieses Kreises zu erfassen. Und ferner auch Gebissuntersuchungen, da die ja bei unseren medizinischen Untersuchungen eine große Rolle spielen. Darf ich mal fragen, ich sehe eben den Kameraden da drüben einige Instrumente zusammensetzen. Welche Bedeutung die haben? Das ist ein anthropologisches Messgerät zur Messung der Größe von den Leuten. Und hier habe ich noch einen Tasterzirkel, womit die Schädelmaße aufgenommen werden. Wie heißt du? Angelika. Und wie alt bist du? 13 Jahre. 13, danke schön. Stell dich mal bitte so rum und die Hacken zusammen. Die Jochbogenbreite. Vorbereitung für den bevorstehenden Rasse- und Vernichtungskrieg im Osten. Doch zunächst einmal wird bei Kriegsbeginn der Sendebetrieb eingestellt. Erst nach 6 Wochen geht das Fernsehen wieder auf Sendung mit verändertem Programm. Die Botschaft, Männer, wird euch sehr erlaben. Ihr seid vom ewigen Bezahlen frei. Denn will die Gatte neue Kleider haben, dann heißt es nur... Aus alt, mach neu. Das Röckchen ist die Jacke, die frühere Jacke, also Wollstoff und Seide zusammen verarbeitet. Hier sehen wir die modische Linie an der Achsel, das kleine Zwiebelchen. Ich glaube, all diese Dinge überzeugen. Serviceprogramm für die Hausfrau im Kriegseinsatz an der Heimatfront. Muffiges Motto: Liebe Hausfrau, lausche schön, eingemachtes Ferngesehen. 1/4 Liter Wasser. Und das genügt nun? Oder fehlt noch? Nein, nun kommt noch etwas Zucker und etwas Salz dazu. Aber ich denke, es gibt einen sauren Kürbis. Ja, trotzdem müssen wir etwas Zucker dazu tun, wenn es auch nur wenig ist. 50 Gramm brauchen wir. Das sind ungefähr 2 Esslöffel. Eine Hausfrau hat natürlich darin ein gutes Maß. Wird gerade noch reichen. Hallo, Rudolf. Hallo, Erich. Na, hast du dich endlich entschlossen, meinen Erbhof einzusehen? Erbhof? Ein Erziehungsprogramm für vorbildliches nationalsozialistisches Verhalten im Krieg. In diesen Gärten werden jährlich über 131 Millionen Kilo Obst, über 402 Millionen Kilo Gemüse und über 105 Millionen Kilo Beerenobst geerntet. Donnerwetter, da hätte ich ja eigentlich nichts, mir so einen kleinen Garten zu pachten. Aber ich verstehe doch nichts davon. Das brauchst du auch nicht. Der Reichsbund Deutscher Kleingärtner, bei dem du deine Bewerbung um einen Dauerkleingarten einreichen musst, und du wirst ja als kinderreicher Vater bevorzugt,
hat 8000 Fachberater, die dir jederzeit mit Rat zur Seite stehen. Eine von den vielen tausend Tonnen, wie sie in Berlin überall auf den Höfen stehen, zur Sammlung von Küchenabfällen, die noch wieder verwendet werden können. Hier hinein kommen die Küchenabfälle und die einzelnen Tonnen werden dann gesammelt von unseren Müllabfuhrwagen, die wir ja alle kennen, und kommen in ein Sammeldepot, wo wir jetzt auch einmal hinfahren wollen. Dort kommt jetzt die erste Tonne rauf und wird ausgekippt in den Lastwagen. Hier ist jetzt mitten im Gange das Mittagsmahl in einer Halle der NSV Schweinemästerei. Aus den quiekenden Schweinen sind jetzt ganz genießerische Fresser geworden. Dass es ihnen gut schmeckt, das hören wir. Und das wollen wir jetzt Ihnen zum Schluss zeigen, denn dass es Ihnen schmeckt, das ist ja Ihr Werk, das Werk der Berliner Hausfrauen, die hier recht viel Futter für unsere Schweine liefern. So, liebe Zuschauer, nun sind wir heraus aus den Ställen, in denen wir einige der Musterexemplare der Zucht hier gezeigt haben. Wir geben noch mal einen Blick zurück auf diesen Neubau des Ernährungshilfswerks der Großmästerei für 1200 Schweine. Der Krieg selbst wird vom Fernsehfilmtrupp nicht dokumentiert. Man sendet die offiziellen Wochenschauen und Verlautbarungen. Erhalten geblieben ist dieser Film über eine SS-Einheit, allerdings ohne Kommentar. Angesichts der Bilder ist der auch nicht notwendig. Der Krieg ist nicht nur ein großer Gleichmacher, er ist auch ein großer Erzieher. Er macht alle Phrasen und Schlagworte hinfällig. Vor seinem harten Gesetz hat auf die Dauer nur die realste Wirklichkeit Bestand. Josef Goebbels hat sein Interesse am neuen Medium Fernsehen schon lange verloren. So fürchteten die Mitarbeiter des Senders, wie der heute 93-jährige Kurt Hinzmann, die kriegsbedingte Einstellung des Programms. UPA, das war der große Traum, eines jeden unabkömmlich zu sein. Und uns wurde plötzlich klar, dass wir überhaupt nicht kriegswichtig sind, dass wir vollkommen vogelfrei wohl sind, nicht wahr? Und unser ganzes Streben war eigentlich das, was kann man unternehmen, um kriegswichtig zu werden. Einsatz des Fernsehens zur Truppenbetreuung heißt die Lösung. Und weil das Berliner Studio zu klein ist, weicht man auf den Kuppelsaal unweit des Olympiastadions aus. Seit den Live-Übertragungen von den Olympischen Spielen 1936 ist das ganze Gelände verkabelt. Die Fernsehmacher brauchen ihre Kameras also nur anzuschließen. Und in dem Amphitheater finden 2000 Zuschauer Platz. Das war ein reines Varieté-Theater. Wir senden Frohsinn, wir spenden Freude. Das wurde zum Prinzip. Da kamen dann die Lazarette, dann kamen die Krankenwagen, die fuhren dann die Verwundeten unten rein. Und das sind dann insgesamt über 100 Sendungen, glaube ich, im Laufe der Zeit entstanden. Soldaten bilden die Staffage für die letzten großen Shows des Nazi-Fernsehens. Die etwa 500 im Reich verfügbaren Fernsehempfänger werden der Wehrmacht zur Verfügung gestellt. Allein in Berlin sind 11 Lazarette ans Programm angeschlossen. Das ganz auf die neue Zuschauerklientel zugeschnitten wird. Der Coup der Fernsehmacher gelingt. Das Programm geht weiter. Und auch der Fernsehfilmtrupp darf weiter Reportagen produzieren. Von der Heimatfront. Filmbericht aus der kleinen Stadt Werder bei Berlin, die für ihre Baumblüte berühmt ist. Der Reporter des Nazi-Fernsehens gibt sich alle Mühe, den Zuschauern in den Lazaretten eine heile Welt vorzugaukeln. Ganz still und besinnlich. Ach, Herr Bürgermeister! Alida, das ist aber nett, dass Sie zu uns kommen. Vor allen Dingen möchten wir Ihnen gratulieren, dass Sie die Baumblüte auch in Kriegszeiten durchführen. Warum sollten wir das nicht? Warum sollten wir gerade in Kriegszeiten traurig sein? Im Gegenteil, gerade in dieser Zeit des Ernstes brauchen wir die innere Fröhlichkeit.
Und dazu ist nichts besser geeignet wie die Baumblüte in Werder, wo wir hoffen, den Berlinern diese innere Freudigkeit geben zu können, damit sie wieder stark in der Arbeit sind. Und darauf wollen wir anstoßen. Jawohl. Das Konzept der Truppenbetreuung wird ebenso im besetzten Frankreich eingeführt. Der Fernsehsender Paris sendet über die alten Anlagen des französischen Fernsehens aus dem Eiffelturm. Der Fernsehsender war der größte Fernsehbetrieb der Welt zu diesem Zeitpunkt in Paris. Und das funktionierte. Der Militärbefehlshaber war sehr, sehr froh, ein Unterhaltungsangebot für die Soldaten zu haben, die in Paris herumgammelten. Aber vor allen Dingen das Wesentliche war in den Lazaretten. Wir wollten die Leute vom Krieg ablenken. Doch von dieser Episode des Nazi-Fernsehens sind nur ein paar Aufnahmen einer Ballettprobe mit Choreograf Serge Liffard erhalten geblieben. Und auch von der Arbeit des Fernsehfilmtrupps gibt es aus dieser Zeit nur noch wenige Beispiele. Großstadtverkehr, Juli 1943 in der Reichshauptstadt am Alexanderplatz. Straßenbahnen, Lastkraftwagen mit Lebensmitteln und sonstiger kriegswichtiger Ladung. Und ringsherum die Hochhäuser und Büros, in denen Männer und Frauen für den Sieg arbeiten. Kameraden, seht einmal genau hin, dort in der Mitte auf dem Rondell, was dort wächst. Das könnt ihr nicht erkennen und dann gehen wir näher ran. Könnt ihr es jetzt? Ja, das ist nämlich gar kein Rasen, wie ihr geglaubt habt, sondern das ist das Gemüse und das ganz genau zu wissen, Runkelrüben sind es. Jawohl, auf dem Alexanderplatz in Berlin ist das ganze Rondell für den Gemüsebau ausgenutzt. Ab 1943 kann der tägliche Programmbetrieb kaum noch aufrechterhalten werden, denn die Sendeanlagen werden bei den Bombenangriffen der Alliierten immer wieder beschädigt. Selbst durch die Flötentöne von Filmstar Ilse Werner lassen sich die Folgen des Krieges nicht mehr verdrängen. Und so produzieren die Fernsehmacher Serviceprogramme, die sich an den Bedürfnissen der verbliebenen Zuschauer orientieren. Frohsinn und Wille meistern das Schicksal. Das ist die Losung unserer Schwerkriegsbeschädigten. Diese Reportage ist eine der letzten erhaltenen Sendungen des Nazi-Fernsehens. Sie präsentiert die neuesten Therapien für beinamputierte Soldaten. So sollen sie wieder einsatzbereit werden, fit für den totalen Krieg. Die Verwundung mit sich bringt. Die Amputierten durchlaufen eine Hindernisbahn, 100 Meter lang, mit schweren Hindernissen. Im Anfang ein Irrgarten, der schnelles Reaktionsvermögen verlangt. Zu dem Sprung gehört Mut. Wehe, wer hier hängen bleibt. Wie die Wiesel. Im Angesicht der Niederlage dient die einst so umworbene Jugend dem Fernsehen nur noch als Staffage. Und die Trostlosigkeit ist unüberhörbar. Nicht wahr, es geht doch ganz nicht. Ja, fabelhaft. Das hätte ich mir nie träumen lassen, als ich schwer verwundet in Russland lag, dass ich noch einmal tanzen würde. Haben Sie früher sehr gern getanzt? Nein, ich habe noch nie getanzt. Ich habe es jetzt erst als Amputierter gelernt. Sie haben doch beide Beine amputiert. Ja. Und doch macht es Ihnen Freude. Das Leben ist doch schön. Wie lange die deutschen Soldaten mit solchen Fernsehfilmen noch bei Laune gehalten wurden, ist nicht genau überliefert. Im Herbst 1944 jedenfalls wird der Sendebetrieb des deutschen Fernsehrundfunks endgültig eingestellt. Große Kultur.